Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Road of Evil. Ja, in der letzten Folge, zum Ende der letzten Folge, sind wir ja von dieser komischen Person da erschreckt worden, von dieser Oma oder was das war, und sind dann vor dieser Tür hier aufgewacht. Und jetzt geht's weiter bei unserem Horrorspiel. Was diese Pinnwand hier auf sich hat oder diese komische Karte oder was das sein soll, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich denke mal, wir müssen hier doch einiges noch finden. Es kann aber sein, dass jetzt hier das Ding noch kommt. Nee. Okay, ich dachte schon, das komische Monster kommt nochmal. Irgendwie geht es jetzt hier nicht weiter. Wie gesagt, man kommt nicht mehr raus. Da ist der Türknauf abgebrochen. Hier kommt man auch nicht mehr raus. Das heißt, wir müssen irgendwas machen. Hier kann man nichts aktivieren. Ah, da steht ein Symbol. Okay, gut zu wissen. Auf jeden Fall. Da habe ich mich ja in der letzten Folge schon gefragt, was hat es hier mit den Symbolen auf sich? Der letzten Folge haben wir auch zwei Symbole gefunden, ganz am Anfang. Und jetzt hier das dritte Symbol. Und ich weiß immer noch nicht, was das bedeutet. Okay, das hat sich nicht. Ah, Alter! Da ist sie wieder gewesen. Oh! Mann, ey. Hab's doch gewusst. Genau, jetzt haben wir das, was in der letzten Folge, wo ich Schluss gemacht habe. Genau da sind wir jetzt wieder aufgewacht. Halb zwei haben wir es. Genau, 1:30 Uhr. Neue Notiz. Es ist nun 1:30 Uhr, draußen regnet es. Ich war ohnmächtig. Irgendwer griff mich an. Sie sah aus wie die Frau auf dem Bild, aber ihr Gesicht sah furchtbar aus. Ich verstehe nur eines nicht. Sie tötete ihren Ehemann und beging vor 20 Jahren Selbstmord. Warum also ist sie hier? Sehr interessant. Können wir jetzt raus? Nee. Wie es aussieht, nicht irgendwas. Okay, da fehlt weiterhin der Türknauf. Und hier kommt man immer noch nicht raus. Hier braucht man einen Schlüssel. Ich komme mal jetzt raus. Nee. Der Strom muss wieder eingeschaltet werden. Ja. Sicherungskasten haben wir gefunden, allerdings brauche ich eine Sicherung. Beziehungsweise erstmal einen Schlüssel. Aber wo soll ich den herkriegen? Kommt man auch nicht raus. Ah, da ist ein Schlüssel, okay. Sehr interessant. Der wird wahrscheinlich für den Schlüsselkasten sein. Sicherungskasten. Mal gucken, ob der passt. Ja, sieht gut aus. Okay, jetzt müssen wir nur wieder die richtige Reihenfolge. Oh je. Das ist schon mal die erste. Das ist die zweite. Okay, der ist falsch. Der,
Der. Kommt das wieder irgendwas? Okay. Wo muss ich jetzt hin? Okay, da kommt man wieder raus. Ich schaue mich jetzt aber hier nochmal kurz um. Vielleicht kommt man ja auch da wieder raus. Ne, da war ja das abgebrochen. Okay. Wir können also nur hier lang. So. Sind wir jetzt in welchem Raum? Okay, jetzt sind wir wieder hier. Hier waren wir ja schon mal. Da ist zu. Hier auf einmal Licht. Was ist das? Fragt sich jetzt nur, welche Reihenfolge. Hier brennen irgendwo überall Kerzen. Aber was geht hier vor sich? Gott, Alter. Das haben wir ja schon mal gefunden in der letzten Folge. Ist wieder ein Rätsel, wie es aussieht. Jetzt hier wieder ein Symbol finden. Das kann natürlich sein, dass hier irgendwo wieder ein Symbol an der Wand ist, wo wir vielleicht entdecken müssen. Ich habe ein verstecktes Symbol gefunden. Ich traue mich überhaupt nicht, mich umzudrehen jedes Mal. Was ist das? Achso, das sind nur Kerzen, okay. So, ist das vierte Symbol, wo wir jetzt aktuell haben. Ich weiß aber immer noch nicht, für was die Symbole sind. Oder was die anbringen. Je, oh je. Da geht's jetzt auch nicht rein, nein. Ich kann die Tür nicht öffnen. Hoffentlich hier noch irgendwas öffnen. Das bringt mir auch nichts, weil ich da die Reihenfolge nicht weiß. Leider. Kommen wir jetzt vielleicht durch? Nee. Immer noch zu.
Ah, das ist wieder ein Rätsel, wo ich nicht lösen kann aktuell. Ducken kann man sich auch nicht. Komisch, komisch. Hier kann man auch nichts öffnen. Doch, da ist noch ein Symbol. Okay. Das fünfte Symbol. Sehr schön. Okay. Kommen wir jetzt vielleicht dadurch? Nee. Was hat es mit diesen Symbolen auf sich? Das ist die Frage. Ich habe jetzt schon fünf Symbole gefunden, aber irgendwie keine Ahnung. Ist da noch ein Symbol? In welchem Zusammenhang die stehen? Kommen wir jetzt durch? Nee. Notizen steht auch nichts, bis auf die eine Frau, wo wir vor uns gesehen haben, steht da nichts weiter. Das andere Symbol. Es ist immer noch alles zu. Mann. Also die Symbole können überall sein. Die können an den Wänden sein, auf Tischen sein, am Boden eventuell auch. Wenn man richtig schauen. Können echt überall sein. Lasst mich jetzt raus. Scheint aber nichts zu sein. Hier noch irgendwo. Ne. Das kann ja irgendwo an den Bildern hängen, das Symbol. Das ist ja. Sind hier noch irgendwo Bilder, wo man angucken könnte? Gibt's auch keinen Mechanismus, wo man in Gang bringen könnte? Hab's.
Sechste Symbol. Na, was hat es auf sich? Wir kommen immer noch nicht raus. Oh Mann. Ich muss hier wirklich jedes Detail angucken, dass man nichts übersieht. Nächstes Symbol wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Vielleicht hier. Schaut die mich jetzt so an? Ah, hat die mich schon die ganze Zeit angeschaut? Ich hoffe es mal nicht. Hier sind noch Bilder. Aber da ist auch kein Symbol. Schau noch zu. Ich finde ja Rätsel an sich schon nicht schlecht, aber wenn sie so nervtötend sind, dass man da irgendwelche Sachen suchen muss und jedes scheiß Detail angucken muss, dann finde ich es doch schon ein bisschen arg nervig. Das muss ich echt sagen. Nee, da war das letzte Symbol. Wo könnte jetzt hier noch ein Symbol sein? Beziehungsweise müssten wir ja irgendwo mal, sei es einen Schlüssel finden oder das Telefon klingelt oder irgendwas, müsste da mal passieren. Das könnte jetzt hier nicht sein. Wirklich so gut versteckt, dass man es nicht findet. Na gut, Leute, ich würde sagen, ich mache hier mal einen kurzen Cut. Und wenn ich das nächste Symbol gefunden habe, dann lasse ich es euch natürlich wissen. In diesem Sinne sage ich bis gleich. Ciao, ciao. So, Leute, ich bin nochmal zurück und ich habe jetzt nochmal ein bisschen gesucht und habe das hier gefunden. Wir müssen ja probieren, hier diese Schachtel aufzukriegen mit diesen sechs verschiedenen... 2, 4, 6 verschiedenen Teilen, wo wir wahrscheinlich in die richtige Reihenfolge bringen müssen, was die Höhe angeht. Und ich habe mir jetzt mal diese Masken hier angeschaut. Und ich denke mal, das ist die Schlüssel zur Lösung. Ich schreibe mir jetzt mal kurz die, weil das sind genau 6 Masken. Und ich schreibe mir jetzt mal die Höhe von dem Teil auf, in welcher Reihenfolge es positioniert ist. Also die erste ist ganz oben, die zweite ist ganz unten. Die dritte ist mittel,
Die vierte ist ganz unten, die fünfte ist ganz oben und die sechste ist mittel. Das müsste eigentlich die Lösung sein für unser Rätsel, damit wir hier diese Truhe endlich öffnen können. Weil ich glaube, da ist dieser Schlüssel drin. Also das erste ganz oben, das zweite ganz unten, das dritte mittel, das vierte ganz unten, das ganz oben. Und das ist hier, siehe da. Nein, es ist eine Spieluhr, okay. Her belly got bigger. And it looks like she was pregnant our second baby. But this is almost impossible. Because since the death of our first child, my doctor said she couldn't pregnant anymore. I didn't know how she can. But anyway, this is good news for us. Okay. Oh oh. Okay, jetzt haben wir wieder eine kleine ein Flashback bzw. einen kleinen Rückblick gesehen aus der Vergangenheit der Familie. Also sie war anscheinend schwanger. Das erste Kind hat sie verloren und ist jetzt erneut schwanger geworden, obwohl das anscheinend unmöglich wäre, laut den Ärzten unmöglich sein kann. Und die Tür geht auf, sehr gut. So, dann gehen wir wieder raus. Mal jetzt hier rein. Ich kann die Tür nicht öffnen. Brauchst du ja auch nicht. Da fehlt immer noch der Türknauf. Da ist wieder ein Symbol, das kennen wir aber doch schon. Das Symbol. Ich kenne eigentlich alle Symbole schon. Ich weiß nicht, warum die jedes Mal wieder angezeigt werden. Komisch. Da vorne geht es jetzt auch nicht weiter, wie es aussieht. Weil da Stühle sind. Okay, kommt man jetzt mal wieder hoch? Wahrscheinlich nicht. Okay, da war der Code, das war auch klar. Boah, Alter. Was ist das? Ziegelstein. Okay. Ziegelstein wird er für dieses Ding hier benutzt. Das kann natürlich sein, weil hier war ja, ist ja die Scheibe schon mal kaputt. Das Glas ist kaputt. Toll. Sehr gut. Dann haben wir schon mal wieder ein Räumchen, wo offen ist. Ich werde aber sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Road of Evil. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.